Für euch hat den Test Cracking und Knall wieder für einen unschlagbaren Preis von 69 Cent bei Thomas Phillips gekauft. 8 Pro-Cracker, 6 Powerbots und 2 Brüche sind enthalten. Wir gucken uns mal die Verarbeitung an und testen die dann. So, wir haben hier, na geil, erstmal die Verpackung zerrissen. Hier haben wir kleine Pyro-Cracker. Die sind natürlich, die waren die letztes Jahr immer verpackt und die waren nie verpackt in der Verpackung, glaube ich. Ja, die sind halt weich. Die sind bestimmt scheiße. Die waren immer scheiße, aber das Ding ist, ich kaufe mir halt nur für die Bälle und du kriegst halt hier mehr zum Anzünden. Anstatt 6, du zahlst ja für 7 Bälle sonst 1 Euro. Hier kriegst du halt 6 Bälle und halt noch ein paar Pyro-Cracker und die 2 Frösche, die halt Kleinzock sind, für 1 Euro. Bälle, naja, sind in Ordnung, außer dass der hier jetzt schon halb offen war. Und die Frösche, naja, mal gucken, ob sie vielleicht springen. Manche springen immer, das variiert halt immer. Ist genauso ein bisschen 50-50 Chance wie die Pyro-Cracker. Die Bälle sind halt immer in Ordnung. Viel Spaß. Kellerfrosch aus Crackling und Knall. Mal sehen, ob sie springen. Eigentlich haben wir nicht. Ja. Ist ein bisschen gesprungen. Naja, ist halt scheiße wie immer. Pyro-Cracker von Crackling und Knall. Keller. Ja, die sind schon wieder, die sind in Ordnung, die sind besser als die Frösche. Powerboy aus dem Crackling und Knall. Nahaufnahme. Der war relativ gut.